Schön, dass Sie wieder dabei sind. Bei uns geht es heute um ein Thema, das einfach immer aktuell ist. Es geht um SDG 16, um Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Und eingebettet ist unser Panel heute in zwei wichtige Termine. Gestern am 15. September war der Tag der Demokratie und am 21. September ist der UN-Weltfriedenstag. Und für die Themen, die wir heute besprechen wollen, könnte ich mir keine besseren Gäste vorstellen als die, die wir heute hier haben. Begrüßen möchte ich jetzt bei mir auf der Bühne Düsin Tekkal. Sie ist Journalistin, Autorin, Menschenrechtsaktivistin, Kriegsberichterstatterin, Sozialunternehmerin und Initiatorin der German Dream-Debatte zu Erfolgsgeschichten von Menschen mit Migrationshintergrund. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, hier zu sein. Hallo. Herzlich willkommen auch Michael Barenboim. Er ist ein herausragender Violinist und Konzertmeister des West Eastern Divan Orchestra, das sich für Dialog und Versöhnung im Nahen Osten einsetzt. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch sehr. Hallo. Wir haben auch noch zwei Schalten. Und zwar schalten wir zu Dan Smith, dem Direktor des Stockholm International Peace Research Institute, kurz SIPRI, das sich mit nachhaltigem Frieden auseinandersetzt. Und wir haben zwei Videobotschaften, eine von Ralf Willinger, dem Referenten für Programme und Politik bei Terre des Hommes, und eine Videobotschaft von Professor Muhammad Yunus, einem bengalischen Wirtschaftswissenschaftler und Friedensnobelpreisträger. Ja, Gewalt, Konflikte und unsichere politische Verhältnisse, das ist für viele Menschen weltweit leider trauriger Alltag. Wir haben die Leute auf den Straßen Hamburgs gefragt, was sie schätzen, wie viele Menschen weltweit betroffen sind. Wie viel Prozent? Ja, es werden schon 50 sein. Schwer zu sagen. Wenn nicht 15 bis 20%. Aktuell ist es tatsächlich so, dass 68% der Menschen in Autokratien leben, 2/3 der Weltbevölkerung keinen vollständigen Zugang zu ihren Rechten haben und 1,8 Milliarden Menschen in Ländern leben, die von Gewaltkonflikten und unsicheren politischen Verhältnissen geprägt sind. Wir haben jetzt hier auf unserem Bildschirm eine aktuelle Weltkarte des Global Peace Index, der zeigt, wie stark der Frieden in den einzelnen Ländern ausgeprägt ist. Und wir sehen ja zum Beispiel, dass in Venezuela, in Russland, in Afghanistan, in Nordwest- und Zentralafrika, oder nein, in Nordost- und Zentralafrika, genau, ja, dass es leider nicht so gut aussieht mit dem friedlichen Zusammenleben. Und gerade in Afghanistan haben wir auch in letzter Zeit stark gesehen, dass Konflikte sehr tiefgreifend und sehr kompliziert und langwierig einfach sind. Wenn ich Sie jetzt mal bitten dürfte, in Bezug auf die Weltkarte zu sagen, wo stehen wir denn in Sachen Frieden und Stabilität? Ich glaube, es kommt immer darauf an, wo man lebt. Das sieht man ja auch auf der Karte. Und das ist vielleicht eine dringlichere Herausforderung, als wir sie von der Vergangenheit kennen. Ich glaube, dass es diese Insel der Seligen in diesem Sinne nicht mehr gibt. Das hat die Pandemie gezeigt. Das zeigt die Völkerwanderung. Es zeigt aber auch die Digitalisierung und alles, was passiert. Also auch an anderen Teilen dieser Welt hat unmittelbare Auswirkungen. Und wenn Europa mal angetreten ist, um auch Frieden, Freiheit und Sicherheit zu gewährleisten, dann geht es, glaube ich, genau darum, diese Herausforderungen auch universell einzusetzen. Und wir müssen einfach feststellen, dass mittlerweile auch unser Frieden und unsere Sicherheit, dass es die nicht umsonst gibt, sondern dass sie abhängig ist auch von anderen Faktoren. Und ich glaube schon, dass es diesbezüglich auch einen Paradigmenwechsel gibt. Also hier heute zu sitzen und über Frieden, Sicherheit und Freiheit reden zu können, auch das ist ein Luxus. Mhm. Und diejenigen, die in Unfreiheit leben und die im Krieg leben und eigentlich noch mehr Hilfe bräuchten, als wir das hier tun, die können sich ja nicht erlauben, sich dazu zusammenzusetzen und darüber zu reden. Und ich glaube schon, dass gerade auch durch diesen Widerstand aus der Zivilbevölkerung, da erlebe ich eine ganz starke außenparlamentarische Opposition weltweit. Und ich glaube, dabei hilft auch die Digitalisierung, zeigt, dass wir tatsächlich auch auf einen Paradigmenwechsel hinsteuern und dass die Bilder, wie wir sie jetzt in Afghanistan gesehen haben, wie wir sie auch 2014 im Irak gesehen haben, dass das immer wieder uns auch daran erinnert, dass wir Veränderungen vornehmen müssen und Institutionen leben von Menschen. Und es geht darum, die Sachen global zu betrachten, aber eben lokal zu handeln. Und das ist genau das, was wir versuchen. Ja.
Herr Barnbäum, wenn Sie sich diese Weltkarte anschauen, was geht da in Ihnen vor? Also ich glaube rein intuitiv, jeder, der auf die Karte schaut, sieht natürlich, dass das alles relativ ungleich verteilt ist in den Farben. Mhm. Das hat in jedem der Fälle eigene Gründe. Also das ist, man kann es nicht so ganz verallgemeinern, dass überall da, wo es rot ist, ist es, weil das und das. Also es ist in vielen Fällen hat es andere Ursachen, hat das andere Gründe und auch andere Konsequenzen für die Menschen, ja. die dort leben. Wir leben auf einem Kontinent, da ist jetzt alles himmelblau. Das ist bis vor 20 Jahren nicht so gewesen. Das ist ein Luxus, das ist etwas, worüber man sich für sich freuen kann, aber was man nicht einfach so hinnehmen kann, als ob es völlig selbstverständlich wäre. Sondern man muss jetzt, wo wir alle uns daran gewöhnt haben, die Weltkarte insgesamt uns anzusehen und nicht immer nur unsere eigenen Problemchen, jetzt sind wir auch vielleicht uns dessen mehr bewusst, was um uns herum los ist. Und dann merkt man halt, es ist nicht ganz so prickelt. Und es geht ja tatsächlich nicht nur um eine individualisierte Freiheit, die ist ja gar nichts wert, wenn es keine kollektive Freiheit gibt. Und vielleicht ist das auch etwas, woran wir uns in Europa gewöhnen müssen. Wir sind ja sehr verwöhnt, auch als Individuumsgesellschaft, aber insbesondere auch in vielen Ländern, wo das Kollektivistische vorherrscht, wird ja auch ganz sichtbar, dass also sozusagen gerade als freie Menschen die Unfreiheit des anderen ja auch wiederzuspiegeln, dass das immer auch Konsequenzen hat. So war das historisch in der Geschichte, so ist es in der Gegenwart und auch in der Zukunft. Deswegen muss es in unserem eigenen Interesse liegen, in die Freiheit zu kommen, die nicht selbstverständlich ist, die auch für mich persönlich nie selbstverständlich war, weil ich die Tochter von kurdisch-jesidischen Flüchtlingen bin. Aber ich habe sehr schnell verstanden, dass Freiheit, dass es die nicht umsonst gibt, sondern dass man hart dafür kämpfen muss. Und wenn man in die Freiheit kommt, dann geht es darum, die Freiheit teilbar zu machen. Also sich nicht nur selber zu befreien, sondern auch sozusagen dafür Verantwortung zu übernehmen, andere Menschen mitzubefreien. Wir haben vorab auch mit Ralf Willinger von Terre des Hommes über SDG 16 und über nachhaltigen Frieden gesprochen. Schauen wir in die Videobotschaft rein. Wir würden gerne zwei Aspekte in diese Debatte einbringen. Beim ersten Thema geht es um Trauma, um Versöhnung, um Konfliktlösung und um Friedensarbeit. Menschen, die schlimme traumatisierende Erfahrungen gemacht haben, sind blockiert in ihrer ganzen Entwicklung, sind emotional blockiert, in ihrer Kommunikation blockiert. Und das kann Versöhnungsprozesse behindern und das kann auch die Entwicklung eines ganzen Landes behindern. Und deshalb halten wir es für sehr wichtig, dass diese Menschen Unterstützung bekommen, damit sie lernen, mit Traumata und ihren Emotionen umzugehen und Konflikte gewaltfrei zu lösen. Der zweite Aspekt, den wir gerne einbringen würden, ist das Thema Waffenexporte. Unserer Meinung nach dürfen Waffen auf keinen Fall in Konfliktregionen und Länder mit schweren Menschenrechtsverletzungen exportiert werden, wie es beispielsweise Brasilien ist, wo letztes Jahr alleine 6.000 Menschen durch Polizei und Militär getötet wurden. Aber natürlich, wie es auch für Länder in Konfliktgebieten der Fall ist. Pakistan zum Beispiel hat in der letzten Legislaturperiode Rüstungsgüter von Deutschland im Wert von 268 Millionen Euro bekommen. Und Pakistan ist bekanntermaßen ein Taliban-Unterstützer. Aber auch Länder wie Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate oder die Türkei erhalten jedes Jahr von Deutschland große Mengen Rüstungsgüter und gehören zu den größten Empfängern deutscher Rüstungsgüter. Und diese Rüstungsexporte in solche Länder müssen wirklich dringend gestoppt werden. Was würden Sie denn sagen, wie man Frieden, der einmal gewonnen wurde, auch nachhaltig gesichert werden kann? Ja, das sind immer die großen Weltfragen, die großen Sätze. Aber ich kann Ihnen sagen, helfen ist eine komplizierte Sache. Mhm. Und als wir 2014 durch den Völkermord an meiner Religionsgemeinschaft uns auf den Weg gemacht haben in eine Region, die rot war und damals der gefährlichste Ort der Welt im Irak, das war 2 Wochen, nachdem James Foley enthauptet worden ist und es glich einem Himmelfahrtskommando, gab es etwas in mir persönlich, das stärker war als die Angst. Und das war ganz klar das Bewusstsein darüber,
dass die Menschen uns brauchen und dass ich auch hätte eine von denen sein können, wenn meine Eltern sich vor über 60 Jahren nicht auf den Weg gemacht hätten nach Europa, ja, die sozusagen den Ort der Sehnsucht. Und zu wissen, dass meine Glaubensschwestern zeitgleich von den IS-Mörderbanden vergewaltigt, verkauft, zwangsislamisiert worden sind im 21. Jahrhundert, hat mich dazu bewogen, auch diese Reise anzutreten, weil ich Beweiskraft dafür liefern wollte, dass tatsächlich gerade ein fortwährender Völkermord stattfindet, für den sich niemand interessiert, weil niemand diese Religionsgruppe kannte. Und ich glaube schon, dass wir durch die Partizipation an Bildung und die Tatsache, dass wir in Deutschland zur Welt kommen durften, eben auch eine Verantwortung gespürt haben. Und das war der life-changing Moment letztlich. Wenn wir jetzt mal tatsächlich an Afghanistan denken, was kann man tun, um Menschen vor Ort zu helfen, ohne jetzt die Taliban irgendwie zu unterstützen? Also das, was wir dieser Tage sehen, ist natürlich retraumatisierend, insbesondere für die afghanische Diaspora. Es leben ja über 200.000 Menschen mit afghanischem Background beispielsweise in Deutschland, die ja vor über 20 Jahren schon einmal geflohen waren. Damals gab es die Digitalisierung noch nicht in dem Sinne. Deswegen ist das ganz spannend, wie sich das jetzt vollzieht, weil ich sage mal, und das sage ich jetzt nicht nur in Bezug auf die Afghanen, aber es ist leider so, Gott, dass wir leben in einer Welt, wo Menschenleben unterschiedlich viel wert ist, je nachdem, ob Amerikaner getötet werden, Europäer, Afghanen, Jesiden oder Kurden. Und das, glaube ich, hat sich diametral verändert, auch durch die Bilder, die eins zu eins übertragen werden, auch in die Wohnzimmer. Und das, was wir jetzt sehen, ist eigentlich eine Kapitulationserklärung, nicht nur für die Menschen dort vor Ort oder vor allem nicht für die, sondern für die ganze Welt. Weil ich glaube, der Einsatz für Menschen- und Frauenrechte muss universell erfolgen. Und die Menschen, die sich an den Duft der Freiheit gewöhnt hatten, die Menschen, die dieselben liberale Werte geteilt haben wie Europa, nämlich die Sicherung von Frieden, von Freiheit, die Partizipation an Bildung, Gleichberechtigung, das sind ja genau die Menschen, die wir gerade im Stich lassen, wenn wir ehrlich sind. Und dass wir die über die Machtergreifung über Nacht jetzt der Taliban überlassen, da muss man ja mal konkretisieren, was heißt das eigentlich? Also das heißt letztlich für, insbesondere für die Frauen, ein Rückschritt ins Mittelalter. Also diese Frauen werden keinen Schritt mehr auf die Straße tun dürfen ohne männliche Begleitung. Sie müssen Burka tragen. Es gibt eine Verlautbarung von der Taliban, dass sie im Alter von 12 bis 45 Jahren verheiratet werden können, wenn sie unverheiratet waren vorher. Da sind Väter, da sind Brüder, die, wenn sie Widerstand leisten, umgebracht werden. Journalisten, unsere Kollegen, die, wenn sie die Nachrichten verlesen, hinter sich ein Gewehr sozusagen. Ja, und was heißt das jetzt? Was kann man denn von außen dann überhaupt tun? Also ich glaube, wir können ganz viel tun. Ich glaube, wir dürfen nicht denken, dass wir nichts tun können. Und ich glaube auch nicht, dass wir dafür eine bestimmte Position brauchen. Sondern ich glaube schon, dass der Widerstand und auch eine Auflehnung und auch ein Wandel und ein Wechsel eigentlich immer von unten kommt. Und wir sehen ja jetzt auch die Konsequenzen einer Nahostpolitik der letzten 20 Jahre, die genau zu diesen verheerenden Folgen geführt hat. Und wir sehen auch, dass wir uns auf den großen Bruder und die Weltordnung, wie sie vorher bestanden hat, auch nicht mehr verlassen können. Und wenn wir jetzt schon mal von Europa reden, müssen wir uns jetzt, oder Institution Europa, Wertegemeinschaft, geht es ja auch um Glaubwürdigkeit, Authentizität. Und die gilt es jetzt einzulösen. Also was sind denn unsere Werte wert, wenn wir die nicht verteidigen am Hindukusch? Warum sind denn die Bundeswehrsoldaten damals dahin? Weil sie doch angeblich für die Frauen und Mädchen da sein wollten. Und das jetzt alles so links liegen zu lassen und die Menschen da ihrem eigenen Schicksal zu überlassen, das ist halt nicht mehr so einfach, wie das mal früher war vielleicht. Herr Barnbäum, so ein Orchester ist ja im Grunde ein Mikrokosmos der Gesellschaft. Ich kann mir vorstellen, dass da auch manchmal über Politik diskutiert wird, oder? Der ganze Sinn ist ja, dass die Musiker sich, indem sie sich kennenlernen, indem sie den anderen kennenlernen und seine Geschichte hören und vielleicht auch daraus etwas lernen, würde sich ja in einem selbst auch demnach auch was verändern in seiner Sichtweise. In Israel-Palästina, also der Kernkonflikt sozusagen, der die Basis von unserem Orchester ist, ist ja so ein Beispiel, wo der Titel Frieden und dann Gerechtigkeit und starke Institutionen. Ja. Man erreicht den Frieden in diesem Fall, wenn es für Israel Sicherheit gibt und für Palästinenser Gerechtigkeit. Das ist ja das große Problem. Das heißt, der Frieden ist nicht auf der Stufe mit der Gerechtigkeit und mit den starken Institutionen, mit der Freiheit, sondern
Der Frieden ist das Resultat davon, wenn diese Sachen schon bestehen. Das ist deswegen so kompliziert. Man kann nicht einfach sagen, wir wollen jetzt Frieden. Ja. Wir wollen jetzt, dass die Leute aufhören, sich zu bekriegen. Und es funktioniert irgendwie nicht und wir verstehen nicht, warum. Ne? Also und bei uns ist es halt so, dass die, natürlich sind wir alle Musiker. Das heißt, wir sind zuallererst daran interessiert, gut zu musizieren. An einem Pult sitzen sehr oft sozusagen Feinde, unter Anführungszeichen, also ein Israeli neben einem Syrer zum Beispiel. Und die sind dann, die wollen dann genauso gut die Phrase zusammenspielen, mit der gleichen Dynamik, in der gleichen Bogengeschwindigkeit, falls es Streicher sind, mit dem gleichen Ausdruck und so weiter. Also diese ganzen Sachen, die wir sowieso machen. Und das kann schon dazu führen, dass diese zwei Menschen sich näher kommen. Nicht indem sie jetzt plötzlich akzeptieren, dass der andere mit allem Recht hat, sondern einfach dadurch, dass sie etwas gemeinsam tun, können sie sich nicht mehr ignorieren, weil das ist jetzt das Problem. Es ist sonst so einfach, die Geschichte des anderen völlig auszublenden. Man bekommt sie nicht mit, wenn man nicht nach ihr sucht. Und man lernt auch nichts draus, wenn man es nicht weiß. Das heißt, durch diese Dialoge, die bei uns geführt werden und durch diese Art auch zu denken, entsteht vielleicht für uns jetzt eine Situation, wo die Menschen sich gegenüber einander offener sind. Das ist aber natürlich jetzt nur für uns. Also das ändert jetzt nichts daran, wenn jetzt... Ja, aber es muss ja auch erstmal im Kleinen oft funktionieren, damit es im Großen überhaupt klappt. Ja klar, aber wie gesagt, also das andere ist noch wirklich, das ist ja auch ein wirklich, wirklich wichtiger Punkt, dass das alles Musiker sind und dadurch haben sie alle von vornherein ein Ziel. Das ist schwer, das jetzt zu transportieren auf die Gesamtgesellschaft. Weil wir haben eine Partitur und das ist unsere Referenz. Und die ist für uns alle gleich. Da ist es egal, wo ich herkomme. Da steht Crescendo, da ist jetzt nicht irgendwie daran rumzudiskutieren. Deswegen, das hilft. Aber das ist ja, wie gesagt, das ist nicht wirklich transportierbar. Ja, wir haben jetzt gerade schon über das Orchester gesprochen. Mich würden jetzt natürlich noch ein paar Bilder interessieren und vor allem würde ich mal gerne reinhören. Wo treten Sie denn als nächstes auf? Ich habe noch zusätzlich ein Ensemble gegründet aus den West Eastern Divan Musikern. Und wir spielen, wir haben eine USA-Tournee kurz vor der Pandemie gehabt und wir spielen jetzt in Berlin im Oktober und dann nächstes Jahr hoffentlich in anderen Städten in Europa. Also es sind mehrere Projekte, die da auch dranhängen, die ganz spannend sind. Okay, das klingt spannend. Und das kann man sich wahrscheinlich dann alles auf der Website auch noch genauer anschauen. Ja, es gibt die Website von West Eastern Divan, es gibt auch noch meine Projekte, aber für den Divan sind das die Projekte da alle eigentlich aufgelistet. Zugeschaltet ist uns jetzt Dan Smith, der Direktor des Stockholm International Peace Research Institute, kurz SIPRI. Gibt es denn einen Weg, wie man nachhaltigen Frieden erreichen kann, auch in Bezug auf Afghanistan jetzt? Well, look, I think when you take the case of Afghanistan, everybody and their second cousin knows that you're taking the worst imaginable case at the moment. The same question you could ask in Syria in 2014, 2015, 2016, is there a way to create sustainable peace with special reference to Syria? And these kinds of cases can make you throw up your hands in horror and just say, it's a lost cause. But you can also look at other countries that have been torn apart by civil war, by internal conflict.
And reference was made earlier to the fact that, you know, the European map now looks pretty good, but what, 25, 26 years ago, it didn't look like that. Now, it's been a very long, hard path in Bosnia-Herzegovina and in Kosovo and in Croatia to try to get back towards some kind of normality and peaceful relations, but it's possible. The case of Burundi or Liberia also shows you that these steps forward are possible. Latin America was torn apart by violent conflicts in several countries, and there were military dictatorships throughout the continent, and yet progress has proven to be possible. So the answer to the question is, if you look at Afghanistan, you know, that's really a hard case. But if you ask the more general question, is it possible to build sustainable peace? And is it possible to get there through combined efforts of many different actors, even from the worst possible, worst imaginable situation? The answer is yes. There's no guaranteed recipe, but it can be done. And I think that some of the things that we've heard being talked about already are the clear ingredients for that. You have to have engagement of people in building their own peaceful future. For that, they very often have to get over their own internal barriers of suspicion and fear and hurt and pain in order to have some kind of, if not real reconciliation, at least decision to live together in a civilized and peaceful way with those of the opposing group, however that opposition is defined. You also need a national government which is responsible and responsive and wants to achieve this. And you have to have the right kind of support and the right kind of actually intervention from the international level. And I stress that if we go back to the case of Afghanistan again, and not the wrong kind of intervention coming from the external players. So yes, it is possible. Afghanistan can make you believe it's not, but actually it is under any and all circumstances possible to make progress. Armut und Ungleichheit sind ein Nährboden für Konflikte und für Extremismus. Und das wiederum macht natürlich Entwicklungsfortschritte zunichte. Das ist also ein teuflischer Kreislauf, den man irgendwie durchbrechen muss. Wir haben jetzt eine Videobotschaft von Professor Muhammad Yunus. Er ist bengalischer Wirtschaftswissenschaftler, Friedensnobelpreisträger und Gründer und ehemaliger Geschäftsführer der Grameen Bank. Das ist eine Bank, die Mikrokredite vergibt. Er ist also auch einer der Begründer des Mikrokreditprinzips. Und jetzt schauen wir uns an, was er zu Armut und Ungleichheit sagt. Inequality cannot be accepted. For any angle, for any reason, it doesn't have any place in human society. But today, it drains human society. So there's a big, big gap. Big distance between the people who were in the bottom and the wealth who were in the top. That segregation of wealth from people is causing all the problem and continue to cause more problem. So we have to address that. How do we address this problem? So the moment you connect a human being with the financial oxygen, they become alive and active and creative, become entrepreneur. So the fundamental of changing life and addressing the question of gross or massive wealth concentration is to bring finance to every human being in any station of their life. Boys, girls, women, men, wherever they are. They can transform everything. The moment you bring financial services to the poor people, then they change. That's what the microcredit, that's what the Grameen Bank done. So this is it. It's not urban, it's not rural question, it's a financial oxygen. You give them, they become entrepreneurs. That's what they're doing. That's what they could take $2 billion. No collateral, no documentation, nothing. Auch an Sie beide die Frage, wie wirken sich denn Armut und Ungleichheit auf? Friedensaussöhnung setzt Gerechtigkeit voraus. Und Gerechtigkeit heißt zum Beispiel juristische Aufarbeitung des Völkermords. Und gerade mal 1% der Jesiden kann sich vorstellen, in diese Heimatregion zurückzukehren, weil sie Angst haben, weil sie nicht sicher sind. Und weil das Leben nicht lebenswert ist, weil sie keine Zukunft haben. Sie leben seit fast 7 Jahren in IDP-Camps. Ich habe gestern Nacht wieder Nachrichten bekommen, dass es gebrannt hat in den Camps. Es kommt zu Luftangriffen
auch in der Sinjar-Region. Es sind geopolitische Interessen, die wichtiger sind als das Menschenleben der Zivilisten. Es werden Krankenhäuser angegriffen, wo auch Europa eine Rolle spielt. Und dann die Frage der Gerechtigkeit zu stellen, ist manchmal zynisch, ehrlich gesagt. Mhm. Weil die Menschen dort haben ja niemandem was getan und möchten auch zurück in ihre Heimat, obwohl diese Erde mit Blut getränkt ist und obwohl es dort zu einem Völkermord kam und obwohl viele ihre Angehörige verloren haben, wollen sie zurückkehren. Es ist ihre Heimat, es ist ihr Zuhause. Und die Reparationsleistungen und Zahlungen, denen zum Beispiel die irakische Regierung zugestimmt hat, das war ein sehr wichtiger Schritt dahingehend. Aber es sind noch keine Gelder geflossen. Und ich möchte es mal konkretisieren. Es gibt Frauen aus IS-Gefangenschaft, die über ein Sonderkontingent nach Europa gekommen sind, nach Deutschland, die teilweise freiwillig zurückgekehrt sind, genau in diese Nineveh-Ebene. Aber diese Frauen haben kein Geld. Die wollen Cafés eröffnen. Alle sind Friedensbotschafter da. Jeder, der dort freiwillig hingeht, muss am Friedensprozess sich beteiligen. Und da glaube ich tatsächlich, dass wir uns noch mehr an die Seite der zivilgesellschaftlichen Akteure stellen müssen. Und auch wir haben Frauenhäuser im Irak und in der Region Kurdistan, auch mit Hilfe des BMZ. Und für uns war von Anfang an klar, entweder multireligiös und multiethnisch oder gar nicht, weil es sonst nicht funktioniert. Und da gilt es natürlich jetzt auch, die Wunden zu heilen, offene Wunden. Herr Barnbäum, was sagen Sie, wie hängen diese ganzen Begrifflichkeiten, um die wir heute, mit denen wir um uns schmeißen, wie die zusammenhängen? Ja, das Erste, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube das wirklich immer noch, also dass sozusagen der Frieden, den wir scheinbar alle wollen, der kann nur ein Resultat von bestimmten Sachen, die schon da sind, nämlich Gerechtigkeit, Freiheit und Sicherheit. Die starken Institutionen müssen die Freiheit widerspiegeln. Sie können sonst sehr stark sein und sehr, sehr oppressiv. Dann kommen wir nicht weiter. Aber beim Thema Armut, es ist interessant. Es stimmt schon, dass starke Ungleichheit kann natürlich zu Unfrieden führen. Aber wenn Sie jetzt nach Lateinamerika gucken und Sie haben die Karte noch im Blick, außer Venezuela waren die anderen Länder nicht rot. Und die Ungleichheit zwischen Arm und Reich in manchen dieser Länder ist schockierend. Also sie ist viel, also die Schere ist viel, viel weiter offen als in vielen anderen Orten der Welt. Und trotzdem gelten die als friedlich. Also das heißt, es ist nicht ganz so einfach. Mhm. Nur weil etwas friedlich ist, also weil es kein Konflikt mit Gewalt gibt, heißt es nicht, dass alles glatt läuft und dass alles prima ist. Also es ist immer so ein bisschen, man muss immer so ein bisschen genauer hinschauen. Deswegen habe ich das auch vorhin gemeint, es ist auch für diese roten Ecken in der Karte, gibt es für jede eine bestimmte Erklärung, warum sie rot ist. Aber für die, genauso andersrum kann man erklären, warum ein bestimmtes Land als friedlich gilt, aber trotzdem Armut, Ungleichheit, Repression, es kann alles trotzdem da sein, es kann trotzdem Frieden geben. Ich danke Ihnen beiden, dass Sie da waren. Es war sehr, sehr spannend und ja, danke für Ihre Zeit. Danke gerne. Ihnen. Ihnen auch Dankeschön fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Dann geht es bei uns um die SDGs 11 und 9, um nachhaltige Städte und Gemeinden und um Industrie, Innovation und Infrastruktur. Erstmals ist es nämlich so, dass mehr Menschen in den Städten leben als auf dem Land. Und das bringt natürlich einige Herausforderungen mit sich. Welche das sind und was man zum Beispiel in Sachen Infrastruktur tun muss, darum geht es bei uns. In der Stadt, auf dem Land, in Deutschland, weltweit. Es bleibt also spannend und wir würden uns freuen, wenn Sie dabei sind. Und was Sie immer tun können, ist auf Social Media mit uns diskutieren. Musik